das Fischer-Spangenberg-Quartett hat sich schon vor meiner Zeit gefunden als Heiko-Fischer-Quartett. An der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Irgendwie. Wir haben uns vor circa 5-6 Jahren eigentlich als Gelegenheitsband gegründet für einen Auftritt, den wir hatten und eine Besetzung brauchten, so wie das oft vorkommt. Sind dann zusammen geblieben tatsächlich vorerst für Jugend Jazz, den wir auch gewonnen haben in Hamburg damals 2006. Was für uns ein ganz guter Startschuss war. Wir haben ein bisschen die Formation geändert, bis wir wirklich dann uns in unserer Wunschbesetzung befanden. Und kurz bevor die CD gemacht wurde, bin ich zur Band hinzugestoßen. Ich habe die Band quasi gefunden und die Band hat mich gefunden, weil Daniel Stritzke mich angesprochen hat, ob ich nicht in die Band einsteigen möchte. Es kam, es kommen musste. Ja, der Name, das ist im Prinzip eigentlich ganz einfach. Also besteht halt aus den zwei Hauptakteuren Christoph Spangenberg und Heiko Fischer, die einfach die Stücke schreiben und sehr viel organisieren. Und deswegen, wie im Jazz üblich, sind sie auch die Namensgeber der Band. Wir organisieren und arbeiten aber vor allem als Band gemeinsam viel. Wie würde ich unsere Musik beschreiben? Also es ist natürlich in erster Linie Jazz, das heißt, es gibt einfach einen sehr großen improvisatorischen Anteil in der ganzen Geschichte. Wo ja das Schöne ist, dass man sich, was die Einflüsse angeht, nicht beschränken braucht und das tun wir auch nicht. Der Sound, den wir haben, ist deswegen so, weil wir einfach alle aus ziemlich unterschiedlichen Richtungen und musikalischen Genres kommen. Gute Musik, die genreoffen ist. Und wo ich mittlerweile fast ungern den Stempel Jazz raufschreibe, aus dem Grund, dass viele Leute vor den Begriffen wahrscheinlich Angst haben oder damit gar nicht so viel anfangen können. Die Touren mit Stanford wirken sich für mich nicht direkt auf die Musik aus, die ich schreibe oder die wir spielen. Es hat mich aber sehr geprägt und uns auch als Band geprägt, was einen starken Zusammenhalt, denke ich, gibt und Erfahrung teilt, auch auf sehr großen Bühnen, auf großen Festivals. Also es ist eine total gute Ergänzung für mich, von einer Pop-Tour zu kommen und sich quasi wieder auf die totale Freiheit zu freuen, die einem, wenn man ausschließlich spontan was entwickeln muss, kann das auch mal belastend sein. Wie man so eine Popmusikproduktion gestaltet, ist natürlich auch was einen einfach bereichert und was man für sich nutzen kann. Auch auf einer freundschaftlichen Ebene kommt man sich da natürlich sehr nah in so einer Tour. Und das hat mich einfach als Menschen und vor allem mich gebildet und uns alle enger zusammengebracht. Unsere Stücke entstehen, das ist gar nicht so einfach. Bei mir fängt das meistens damit an, dass ich eben einfach, während ich übe oder einfach Gitarre spiele, kleine Licks oder Melodiestücke oder Akkordverbindungen finde, die ich spannend finde. Und dann fange ich an, darum ein Stück zu bauen. Wir bringen dann die Stücke mit in die Probe in Form von Noten, Leadsheets. Manchmal komme ich auch einfach in die Probe und erzähle irgendwelche Akkorde und werf Sachen durch den Raum. Und dann fangen wir einfach an, das zu spielen. Und dann kommen noch mehr Ideen von allen und dadurch entwickelt sich was und dann haben wir 1000 Ideen und dann werden 999 gestrichen und eine bleibt übrig. Also ich habe vom Echo erfahren für das Album, also für in der Kategorie Bester Gitarrist National, für das aktuelle Album, was wir aufgenommen haben, als mir Heiko Fischer einen Kuchen ausgegeben hat. Ja, Heiko hat mich angerufen und konnte es nicht fassen. Und dann habe ich gesagt, ich kann es auch nicht fassen. Und es war aber tatsächlich so. Ja, also man wird einfach ganz altmodisch angerufen. In meinem Fall war das Tom, unser Plattenfirmenchef, der mich angerufen hat und mir die frohe Nachricht verkündet hat. Und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut und wollte es ihm im ersten Moment nicht glauben und musste erst noch mal 3-4 Mal nachfragen. Das ist natürlich eine ganz große Ehrung, an uns und unsere Musik jetzt diese Auszeichnung zu bekommen. Und
wir reihen uns da ja ein mit wirklich den größten Jazzmusikern, die Deutschland und auch international, die international zurzeit wirklich am Start sind. Was kommt als nächstes? Also wir wollen natürlich weiterhin viele Konzerte spielen. Wir spielen im September eine Tour, wir uns auch alle sehr drauf freuen. Kommt vorbei, die Termine stehen auf der Homepage. Wir werden uns weiter mit neuen Stücken beschäftigen und wir werden danach das zweite Album aufnehmen. Wir sind jetzt schon am Überlegen, wo wir es machen und wie wir es machen und wie lange wir es machen und diese ganzen Fragen. Wir machen es da, weil es Spaß macht, aber natürlich auch, um einfach Leute zu erreichen. Wir werden weiter Musik machen, bei Facebook lustige Sachen posten und auf der Website News schreiben. Also bleibt auf dem Laufenden.